Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Bevor es losgeht, ich habe heute Gänsehaut. Ganz ehrlich, das Auto, was ich euch heute vorstelle, ist geil, ist der Endgegner. Auch wenn Jesse immer sagt, sagt nicht so oft geil, Jan, abonniert den Kanal, damit werdet ihr umfangreich informiert und ihr bekommt jeden Tag ein neues Auto von mir oder Jesse präsentiert. Macht es, ist eine gute Sache. Und das Auto, das ich heute dabei habe, in aller Kürze, ist der BMW M5 Competition LCI, also das Facelift. Es hat weiter 625 PS. Es hat eine neue Optik, es hat ein neues Infotainment und es ist unglaublich geil. Was der hier kann, was den unterscheidet von der CS-Variante, was den unterscheidet vom Nicht-Competition-Modell, warum ich so ein bisschen Schweißflecken von diesem Auto habe und warum er so ein bisschen der Traum meiner schlaflosen Nächte ist, das erkläre ich euch heute in diesem Review. Dazu gehört Sound, Ballern, Optik, Preis, Wettbewerbe, alles, was euch und mich interessiert zu diesem Auto. Und jetzt fangen wir einfach mal an in aller Kürze. Kleiner Kuss hier für den Endgegner. Mua. Jan, ihr fragt euch bestimmt so, Jan, du erklärst uns jetzt, das ist dein Traumwagen, warum hast du hier so einen albernen Zettel in der Hand? Ja, für die Fans da draußen, ich weiß, der M5 hat mehr Fans als FC Bayern München, habe ich so eine kleine Historie mal aufgemalt, so mit den Milestones von diesem Auto. Los ging die Reise 1985, das war noch ein rein Sechser mit 286 PS und jetzt muss ich schon nachschauen. Ja, und dann ab 1998 kam dann der erste V8, das war ein 5-Liter Motor mit 400 PS und der E60, das wisst ihr ganz bestimmt, der hat einen 5-Liter Motor mit 10 Zylinder, 507 PS gehabt. Krass, der E61 war der letzte M5, den es als Touring, also als Kombi gab. Und jetzt denken manche Deutsche vor allem, ey, dieses Auto, ich stehe so drauf, aber ich kaufe mir halt einen R6, weil es den hier nicht als Kombi gibt. Woran liegt das? Die Hauptmärkte, eigentlich nicht nur für BMW, sind inzwischen China und ist die USA. Und da kommen so Sportlimousinen halt besser an als der FC Bayern München. Ne? So viel steht fest. Und eigentlich finde ich es auch konsequent. Aber wenn man jetzt mal guckt, ne? M3, der soll ja auch eine Touring-Version als Kombi bekommen. Vielleicht in Zukunft. Hoffentlich wird sie noch weiter geben. Aber naja, mal gucken, was da so passiert. Und dann, ab 2011, kam halt die F10-Baureihe auf den Markt. Und die hatte schon den 4,4 Liter V8 Turbobenziner da drin. Mega geil. 2017 kam dann die sechste Generation. F90 heißt sie, basiert auf dem G30 5er. Ja, und hatte da schon 600 PS als normale Version, als Competition-Version 625 PS. Und jetzt steht hier ein LCI-Modell. LCI habe ich mir auch aufgeschrieben, Lifecycle Impulse, also eine Modellpflege, ein Facelift. Warum macht man das? Naja, BMW will euch weiter motivieren, dieses unglaublich geile Auto zu bauen, als wäre es nötig. Aber ist ja gut, dass die Bayern das machen. Ne? Leistung bleibt gleich und das Auto folgt weiterhin so dieser Ein-Auto-für-alles-Politik, die ich auch immer ein bisschen schwierig finde. Ne? Heißt, ihr könnt mit dem Auto Brötchen holen gehen, sollt aber auch gleichzeitig zur Rennstrecke können. R6 macht das auch, ne? R7 macht das auch. Das macht zum Beispiel auch der E63 AMG von Mercedes. Und so viele Wettbewerber gibt es sonst auch gar nicht. Ein paar Exoten, die wir euch auch schon vorgestellt haben. Jetzt sprechen wir über die Optik. Und erstmal, ihr seht, steht hier der Competition. Und ich bin dafür da, euch zu erklären, nicht nur, dass der 25 läppische PS mehr hat, sondern warum er geiler aussieht. Und erstmal ist dieses Auto auch nur läppische 2 cm gewachsen. Heißt, der ist 4,98 lang, damit unter 5 Meter, 1,90 breit, ja, 1,47 glaube ich hoch und hat 2,98 Meter Radstand.
Jetzt wiegt er natürlich auch viel, ist eine Sportlimousine, die nicht klein ist. Aber euch interessiert ja, was ist im Facelift jetzt neu? Ich glaube, es gibt 5 neue Farben. Die Farbe, die hier drauf ist, die sieht sehr gedeckt aus. Die könnt ihr stundenlang putzen, habe ich heute alles schön mit der Hand gemacht. Aber gefällt mir unglaublich gut. Was ist neu und was ist immer kritisiert bei BMW? Natürlich hier vorne die Niere. Die wächst beim M-Modell jetzt hier zusammen, hat als M immer hier diese aufrecht stehenden Doppelstreben und als Competition, wie hier steht, M5 Competition, kommt die komplett in schwarz. Die Lufteinlässe hier kommen in schwarz. Air Curtain, Air Breather sind Geschichte, ne, bei dem Modell. Hier unten sieht allein der Luftauslass oder Einlass so aus, als wird er morgens nicht Porridge frühstücken, sondern den ein oder anderen Chihuahua. BMW steht vorne drauf. Und jetzt sprechen wir natürlich übers Kennzeichnen. JM Jan Magnus, Auto wurde auch schon nach mir benannt, und über die Leuchten. Und die Leuchten sind natürlich krass. Wir haben serienmäßig das BMW LED-Licht und hier ist es Laserlicht für 1.000 € drauf. Ihr könnt aber das Stani-Licht auch unten hier so abgedunkelt nehmen und das Licht sieht auch für mich ein bisschen abgedunkelt aus und von vorne ist es eine mega Erscheinung, ohne Scheiß. Wenn ihr jetzt hier weggeht, seht ihr hier schon die Spiegelkappen. Die sind beim Competition-Modell auch in schwarz. Und dann habt ihr hier diese Kieme in schwarz, sehr dezent, sehr geil. Und die Autofans da draußen sagen, ja Jan, die Geschichte kennen wir, erzähl uns mal was hier über die Karre. Ich erzähle euch was über die Karre. Ihr bekommt beim Competition 3 20 Zoll Felgen und eine ist auch die, die auf dem M8 drauf ist. Hier ist jetzt eine 19 Zoll Felge drauf. Was soll das, Jan? Naja, das liegt eben daran, dass hier die Winterreifen leider noch drauf sind. Warum, weiß kein Mensch. Sonst sind die 19 Zöller eben für den Nicht-Competition. Und ihr habt keine rote, keine schwarze Bremse, die ja teilweise 400 € Aufpreis kosten. Also nur der andersfarbige Sattel, sondern hier ist die Keramikbremse in Bronze drauf. Und jetzt kleiner Exkurs zu dieser Bremse. Also, die kostet 8.800 €, ist in dem sogenannten M-Track-Pack für 11.250 € drin, kommt dann in Verbindung mit dem M-Drivers-Package, heißt, ihr könnt nicht nur 250, sondern 305 auf der Autobahn ballern und ihr habt noch eine Carbon-Abdeckung da vorne drin. Warum ist das ein mega Preisvorteil? Naja, die einzelnen Komponenten sind halt teurer, also nehmt sie zusammen und macht es. Nein, das kann man euch nicht raten. 11.250 € ist eine Menge Geld, außer ihr wollt natürlich mit dem Auto auf die Rennstrecke gehen. Dafür ist es natürlich auch geeignet. Und geeignet dafür ist auch dieses Carbon-Verbunddach hier oben. Warum ist es wichtig, dass es hier oben leichter ist? Naja, ganz klar. Ist im Grunde wie bei einer Frau nur andersrum. Man will oben wenig Gewicht, Schwerpunkt tief, damit dieses Auto auf der Straße klebt. Was hat man jetzt bei BMW sich überlegt, damit dieses Auto weiter auf der Straße klebt? Also erstens steht der hier 7 mm tiefer als die Nicht-Competition-Version, was interessant ist. Und dann habe ich euch am Anfang eigentlich sagen wollen, das Geile an dem Auto ist, serienmäßig kommt er mit Allrad, aber ihr habt einen Drift-Mode. Heißt, ihr könnt die vollen 750 Newtonmeter auf die Hinterachse pressen. Und dann ist es wie so ein riesen Monster-Truck, der hinten halt 625 PS hat. Sehr interessant, wie funktioniert das? Wir bekommen eben ja über eine Lamellenkupplung ganz flexibel die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachs verteilt. Wir haben ein Sperrdifferential an der Hinterachs, was elektronisch geregelt ist und eine Sperrwirkung von 0 bis 100% hat, was sehr interessant ist. Und das Auto jetzt in seiner vollen Länge ist einfach eine unglaubliche Erscheinung. Schwarze Umrandung hier um die Türen. Wir haben keine rahmenlosen Scheiben hier. Und dann ist natürlich der Motor noch besser gelagert, also die Federung besser gelagert. Heißt, der soll ein besseres Einlenkverhalten haben hier und soll außerdem ein besseres Ansprechverhalten haben. Aber, Leute, ganz ehrlich, Licht da vorne sind natürlich neu, aber mein Highlight ist hier dieser kleine Gurney hier oben, diese schwarze Abrisskante hier, dieser kleine Spoiler, finde ich mega schick, M5 Competition steht hier drauf. Warum auch immer die Lichter hier in der Mitte ausgehen, weiß ich auch nicht. Und dann habt ihr eben diese neuen dreidimensionalen Rückleuchten hier im Facelift G30, basiert da ja drauf, die mega schick sind. Und ganz neu hier unten auch sind die Endtöpfe. Die sind ein bisschen dünner geworden scheinbar, sollen präziser sein jetzt im Sound. Machen immer noch einen tollen Sound, mein Gott. Hier ist der Diffusor auch neu. Und dann haben wir hinten so eine langgezogene Heckscheibe. Und mich hat jemand gefragt, wie wäscht man die? Warum ist da kein Scheibenwischer? Das ist halt eben bei Sportlimousinen so.
die werden auch nicht so dreckig. Das Auto hat 530 Liter Kofferraumvolumen, das Auto zieht etwa 2 Tonnen und, was auch krass ist, schaut mal hier, elektrische Heckklappe. Und genau ja, wie bei der Alfa Romeo Giulia Quattrifoglio können wir hier dann ziehen und ihr könnt da hinten dann die Rückbank umklappen. Schaut mal hier. Funktioniert schön 40, 20, 40. Und so habt ihr halt einen Monster-Kofferraum. So kann der niemandem zu klein sein. Gefällt mir ganz gut, würde ich sagen. Und jetzt zeige ich euch natürlich erstmal einen Sound, weil darum geht es ja bei dem Auto. Und wie hat er euch gefallen? Neue Vorgaben verseucht, Otto-Partikelfilter verseucht oder ist die serienmäßige Sportabgasanlage da vorne doch ganz geil? Ich würde mich immer für Option B entscheiden. Warum ich den Zettel habe, weiß ich nicht, ich habe so oft gar nicht drauf geguckt. Aber jetzt springen wir mal auf die Rückbank und ich zeige euch, wie viel Platz da hinten ist. Dafür brauche ich keinen Zettel. Kommt mit. So, hier bin ich. Serienmäßig hier der Alcantara-Himmel. Kostet, glaube ich, 400 Euro, ist ganz schick, ne? Und ihr habt hier die M-Farben drin, mega geil. Und jetzt guckt mal, wie viel Platz ich hier habe. Es muss nicht immer ein SUV sein, ohne Scheiß, ne? Geil ist auch, ihr habt hier die Armauflage. Ich habe euch ja gezeigt, dieses Teil hier bekommt ihr auch einzeln raus für die Skifahrer. Schön ist auch, ihr könnt hier die Kopfstütze umklappen, also das könnt ihr mit allen machen. Ja, und dann habt ihr hier eine Klimaanlage, die machen wir jetzt mal aus, dass uns die Batterie nicht verreckt. Ne? Und die Sitze hier hinten. Die sind besser hinten als bei manchen anderen Autos vorne. Geben zwar kaum Seitenhalt, aber schaut mal dieses Leder, wie geil die gemacht sind. Schon sehr schick. Ne? Hier oben haben wir noch diese Beleuchtung für hier drin. Und dann gehen wir schon mal wieder raus. Platz habe ich genug. Wenn ich Platz drin habe, hat euer Kind da hinten Platz. Außer es ist natürlich jetzt schon Basketballer. Schaut mal hier, dieser Carbon. Dieser Carbon-Zierelement hier haben wir den Öffner. Schön Leder, klar, unten auch ein bisschen Plastik, ist aber kein Hartplastik so wirklich gut gemacht. Harman-Kardon-Anlage, M-Einstiegsleiste. Ich würde sagen, das ist optisch schon ein echtes Match. Wenn jetzt noch die Türen irgendwie hier rahmenlos wären, wäre es noch besser. Was wir jetzt natürlich machen, ist zweimal ziehen. Das macht man so bei BMW. Bei BMW wird zweimal gezogen. Und ich spreche mit euch über das Herzstück. Und das Herzstück, so viel kann ich verraten, auch ohne meinen Zettel, ist ein 4,4 Liter V8 Biturbo. Alter, jetzt machen wir den mal hier auf. Ist nicht wie beim Golf, ne? So mit so einem, dass man das noch selbst machen muss. Nein, hydraulische Hubarme. Und jetzt schaut euch den an. Ich habe es euch ja angekündigt, hier ist eine Carbonabdeckung drauf. Und das ist einfach ein Monster. Ohne Witz. Ohne Witz. Der hat ja normalerweise 600 PS, die Competition-Version hat 625 und dann gibt es noch die Clubsport, also die CS-Version, die hat 635 PS. Jetzt sagt ihr natürlich, brauche ich das mehr an PS? Und dafür brauche ich meinen Zettel wiederum, weil, naja, 750 Newtonmeter Drehmoment haben sie alle. Und das Interessante ist, der normale M5 beschleunigt in 3,4 Sekunden auf 100, braucht 11,1 auf 200. Wird 250 km/h schnell. Ja, interessant ist, dass die Competition-Version, die ja 1970 Kilo wiegt, 25 PS mehr hat, das gleiche Drehmoment und in 3,3 auf 100 beschleunigt, also nur 0,1 schneller, aber auch 10,8 schon auf 200 braucht, also deutlich schneller ist. Der Verbrauch ist bei beiden zwischen 10,5 und 10,6 Liter angegeben. Aber jetzt muss ich mich kurz hinsetzen und BMW bitte. Wenn ihr diese Clubsport-Version irgendwo da bei euch in Garching rumstehen habt, schickt sie mir hierher zu mir, weil die ist 70 Kilo leichter.
Hat natürlich wie der M2-Clubsport zum Beispiel auch viele Carbon-Teile und dadurch wird es ein bisschen leichter. Und dann ist natürlich interessant, weil die hat natürlich eine Beschleunigung von 3 Sekunden auf 100, 10,4 auf 200. Und interessant ist, mit dem Drivers Package wird der hier ja 305 km/h schnell, wenn ihr wollt, optional. Und ja, der CS wird immer 305 km/h schnell. Interessant ist auch, das Getriebe hier drin in Verbindung mit dem X-Drive ist die Box von ZF natürlich ein bisschen angepasst. Leicht hecklastig können wir den Allrad hier abstimmen. Wir können dem nur die Kraft aufs Heck geben, was ich euch gesagt habe. Aber dazu wollen wir eigentlich beim Fahren kommen. Jetzt schauen wir uns mal drin an, wie viel Mühe sich BMW mit dem neuen Infotainment gegeben hat, ob das passt. Und dann mitgefahren. Kommt mit. Das war ein Versprechen. Jetzt sprechen wir über den Innenraum und ich werde mich bemühen, ganz nicht Opa-like hier den in aller Kürze zu erklären, aber es ist natürlich sehr viel hier drin, Dinge, die sich verändert haben und Dinge, die auch sehr geil sind übrigens. Erstmal Infotainment 12,3 Zoll jetzt groß und wir haben hier nicht die Standard- oder Stani, wie ich oft sage, Sitze, sondern die Multifunktionssitze, die kosten Aufpreis. Schaut euch die an, die sind mega geil. Nicht nur die Seitenwangen hier unten, sondern wir haben die auch noch hier oben. Und Jesse fährt euch jetzt mal die Kopfstütze hoch und runter, dass ihr mal seht, wie geil das ist. Und dieses M-Zeichen hier ist nachts beleuchtet, dass wenn ich zu meinem M5 laufe, zum M5 Competition, Entschuldigung, dass man auch weiß, dass es einer ist, falls man jetzt vergessen hat, wie sein Auto heißt. Ja, und dann kann man hier dieses Element noch rausfahren. Also die Sitze hier drin sind großartig. Vor allem sind es keine reinen Sportsitze, sondern auch welche, die für die Langstrecke geeignet sind. Also wir haben in diesem Auto halt vieles in einem, ne? Track eben und zusätzlich auch noch Alltag. Und das macht den Innenraum auch so ein bisschen aus. Sitze haben wir drüber gesprochen. Und jetzt schaut euch mal hier dieses Carbon-Element an. Wir haben hier so Chrom drunter. Alles zieht sich durch. Hier oben schöner Lederbezug, den Himmel aus Alcantara in Dunkel. Hier so dieses Leuchtelement, was die Chinesen wahrscheinlich lieben werden. Nur kein rahmenloser Innenspiegel, das hätte ich ihm noch spendiert. Aber jetzt schaut mal mit mir in die Tür. Da haben wir nämlich weiter so ein Carbon-Element. Öffner ist echt ganz okay. Unten kein Hartplastik. Harman Kardon Anlage ist da drin. Der Arm liegt bequem auf. Und oben im Türspalt seht ihr die Harman Kardon Anlage, die einen unglaublich geilen Sound macht. Ja, und dann M-Einstiegsleiste gehört dazu. Ne? Wenn man betrunken ins Auto fällt, weiß man auch, ich habe einen M5 Competition. Ich glaube, darum geht es auch bei diesem Auto. Und jetzt kommt da mal rein, lasst die Tür am besten auf, damit man hier drin noch was sieht. Das ist ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Und was natürlich jetzt großartig ist und was ich liebe wie kaum was anderes auf dieser Welt, ist dieses fleischige, ich weiß, ein bisschen pervers, aber BMW-Lenkrad. Mega. M steht unten drauf. Wir haben die M-Initialien da, genauso wie hier. Eben an dem Gurt ist ein 3-Speichen-Lenkrad. Wäre es unten abgeflacht, wäre es noch geiler. Und M1, M2-Knopf, Schaltpedal für die 8-Gang-Box von ZF hier, was mega ist. Und genauso hier haben wir noch den Setup-Modus, wie zum Beispiel auch im X5M, im X6M oder im M8. Ja, und jetzt spiele ich mit euch mal den Bordcomputer da vorne durch. Seht ihr dann hier eine Verbrauchsanzeige haben wir da, Reifendruck, eben ein Bordcomputer, eine G-Kraftanzeige, richtig gut. Das verändert sich dann auch je nach Fahrmodi. Hier links haben wir alles für die Assistenten. Wir haben keinen Abstandsregeltempomat, nur einen Tempomaten hier drin. Der kostet nämlich Aufpreis. Und hier habt ihr dann alles für die Sprachsteuerung. Zum Beispiel könnt leiser und lauter machen. Head-Up-Display haben wir auch noch. Seht ihr jetzt nicht, weil der Motor nicht an ist. Aber ich mache ihn einfach mal an. Und jetzt seht ihr das da vorne drin, ist riesig, ist mega geil, kann man auch durchspielen, wenn er mal hier bleibt und kann man dann unterschiedliche Dinge anzeigen lassen. Aber was bei diesem Auto natürlich noch besser ist, ist, dass wir hier eine Taste haben für den Sound, für die Klappenauspuffanlage und was ich ja liebe, ist hier ja dieses Kamerabild und wenn man dann nochmal drauf drückt, ist es dann weg. Und jetzt habt ihr Punkte verwalten, Kamerabild, könnt ihr hier auch den Kontrast einstellen, was richtig geil ist, wie ich finde. Hier habt ihr die Assistenten alle an, individual konfigurieren können wir hier auch machen. Da seht ihr, was es hier eben gibt. Aber das Highlight für viele ist ganz bestimmt hier das Setup oder der normale M-Modus. Hier könnt ihr Road, Sport oder wenn ihr lange drückt, den Track-Modus dann reinmachen.
So ist er drin. Und da gibt es dann auch eine Betriebsanleitung, was hier passiert. Programme zum Beispiel habt ihr hier, was sich eben verändert. Kann ich euch jetzt nicht alles vorlesen, sonst wird das Video hier eine Stunde lang. Programme wählen ist hier dann auch drin. Ein Überblick habt ihr hier dann auch, was Interessantes. Also, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, lest ihr das. Aber dann gibt es noch den Setup-Modus. Und jetzt haben wir hier die vier wichtigsten Einstellungen. Motor, Fahrwerk, Lenkung und den MX-Drive, also den Allrad. Und dafür müsst ihr das ESC ausmachen. Drückt man dann lange, damit man das hier verändern kann. Und jetzt MX-Drive konfigurieren. Und jetzt könnt ihr normal Allrad, Allradsport, also leicht Hechtlastik und reines Heck hier machen, was sehr interessant ist. Aber damit nicht genug. Wir haben ja den normalen Infotainment-Baukasten von BMW, der sehr gut ist. Könnt ihr hier über Knöpfe steuern. Zum Beispiel, wenn ihr hier das Navi habt, könnt ihr dann bei Suchen auch München suchen. Einfach hier draufschreiben zum Beispiel. Ne? ME ist nicht München, Jan. Okay, habt hier eine Online-Anbindung zum Beispiel auch. Schaut euch das an. Ja, Navi. Und jetzt das Wichtigste. Fahrinfo ist interessant, eine Energieflussanzeige. Fahrdaten habt ihr auch zum Beispiel. Sportanzeige gibt es auch hier drin mit G-Kraftmesser in der Mitte. Und das M-Menü ist eigentlich am geilsten, weil hier könnt ihr jetzt M1 und M2 konfigurieren. M1, und da schaut mal, wie viele Variablen, Motor, Getriebe, Fahrwerk, Lenkung, DSC, MX-Drive und Sound. Und das vor allem in vielen Stufen. Was ich mag, ist, dass das Getriebe auch hier im Grunde 6 Stufen verstellbar ist. Auch das Fahrwerk, auch die Lenkung hier drin. Das DSC habe ich euch ja gezeigt. Und Start-Stop könnt ihr da auch ausmachen. Und wenn ihr jetzt hier zurückgebt, ne, Carsharing, Experience, Modis gibt es auch, die ich nicht zeigen darf, wegen GEMA, Fahrprofile und Apps haben wir auch, Apple CarPlay, Android Auto, jetzt neu hier drin, genauso wie das Infotainment. Und bei den Assistenten haben wir auch alle, ja, die es auch beim G30 5er gibt, und das ist echt eine ganze Menge. Interessant auch hier dieser Schlüssel, jetzt wird es halt doch wieder länger, wenn ihr hier dann mal drauf drückt, könnt ihr dann hier nach oben schieben. Und da seht ihr dann, naja, guckt mal hier, Infosicherheit, Infofahrzeug, die Reichweite. Ihr könnt es vorklimatisieren, was geil ist. Was ich nicht mag an dem Schlüssel ist, ist halt wie so ein zweites Handy oder ein zweiter Penis in der Tasche. Und dann haben wir hier Cupholder, induktive Ladebuchse. Oder wir können es einfach zumachen und unserer Beifahrerin zeigen, wir haben den dicksten Schlüssel. Und was jetzt noch interessant ist, schaut mal hier, kann man den Schlüssel laden. Ist auch wichtig mit diesem Teil. Hier könnt ihr auch noch was verstauen. Und das Wichtigste, das Lenkrad ist hier elektrisch verstellbar und ich finde mega smooth eine Sitzposition. Aber ich glaube, ihr, genauso wie ich, wartet auf eins, nämlich das Losfahren. Ja, kurzum, ich fahre den Bock jetzt und zeige euch, was der kann. Weil der kann echt eine Menge. Und jetzt mache ich den hier einfach mal an. Und hier, geil, sind ja diese M1, M2 Knöpfe. Und jetzt zeige ich euch mal einen Sound. Alter, das ganze Auto vibriert. Toller Sound. Und jetzt mache ich natürlich eine Sache, die sehr wichtig ist. Wir schalten also mal hier in den Sportmodus. Drücken das ESC ganz lange. Einmal hier. Jetzt ist es an. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und jetzt ist es aus. Schalten in die S-Gasse und Leute, die schon mein M3-Video geguckt haben, waren ja leider gar nicht so viele, ne? Aber da könnt ihr euch ja auch noch ein bisschen verbessern, die wissen, was jetzt kommt. Ich halte hier an und wir probieren mal einen Launch-Control-Start. Wir haben jetzt den Allrad drin. So, schön in den Sonnenuntergang. Alter, Alter. So schnell sind wir auf 100. Das ist ja völlig geisteskrank. Müssten 3,4 Sekunden gewesen sein. Hat jemand von euch mitgestoppt? Und jetzt habe ich einen kleinen Lehrauftrag. Wir schalten das ESC jetzt in den Dynamic-Modus und wählen hier mal Sport. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal ohne Launch Control. Ja, geht schon ein bisschen langsamer. Da vorne haben wir die Schaltanzeige.
und jetzt sind wir auf 100. Und jetzt ist eine Sache, die interessant ist. Wir waren in der S-Gasse und die S-Gasse hier mit den 8 Gängen fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Aber was geil ist, wenn ich das Auto anmache, dann fasst der Sitz hier so meine fetten Hüften und nimmt mich so richtig mit, was großartig ist für mich. Bremse, mal Vollbremsung. Ja, okay, Keramikbremse, Alter. Das ist ja wirklich unglaublich, wie die zupackt. Es ging natürlich hier der Warnblinker an, weil wir echt eine Vollbremsung gemacht haben. Also die Bremse hier drin auf der Rennstrecke, ich glaube, wenn die mal noch ein bisschen mehr Temperatur bekommt, ist es großartig. Und von meiner normalen Strecke weiche ich jetzt ein bisschen ab, weil ich euch natürlich das hier zeigen will. Wir haben hier ja den berüchtigten Rückfahrassistenten drin. Schaut euch das mal an, was der für ein klares Bild macht. Das ist großartig. Dann ist auf der Seite hier der Parkassistent. Ihr könnt dann hier auch, ja schaut mal, das Kamerabild auswählen, was wirklich gut ist. Kontrast auch, habe ich euch gezeigt. Und das fällt mir auch ein bisschen schwer hier. Ich finde den Gangwahlhebel hier cool gemacht, aber die Gänge reinzubekommen dann doch schwierig. Und jetzt machen wir nochmal hier auf Menü das ESC aus. Tut mir leid, dass wir heute so viel stehen. Weil dann kann ich euch Folgendes zeigen, wenn ich es hier lange ausmache. Lange drücken. Ach, wir machen es anders. Auf Setup und dann hier ESC müssen wir dann tatsächlich ausmachen. Lange. So, und jetzt habe ich euch eine falsche Zahl gesagt. Das sind natürlich 3,3 Sekunden. Wir haben hier jetzt den reinen Heckantrieb. Und jetzt merkt man schon hier auf dem Schotter, hinten dreht der so ein bisschen durch. Und jetzt beschleunigen wir einfach nochmal durch, ja, mit Heck. Und interessant ist bei der Einstellung, der Launch Control soll hier nicht möglich sein. Und jetzt geht es nach vorne. Und ihr merkt schon, hinten, Alter. Und da muss man richtig aufpassen, weil was krass ist, jetzt sind wir auf 100, der geht hinten weg ohne Ende. Und da muss man fahren können, weil die Stabis sind jetzt komplett aus. Das ist eigentlich der wahre Track-Modus und das ist geil, weil das ist der wahre Drift-Modus. Wenn man jetzt allerdings hier in Sport stellt, dann lässt der kontrolliertere Drifts zu. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, das ist ganz einfach, ne? Heckmodus, klar, hinten Sperrdifferenzial ist dann gesperrt, vermutlich beim Losfahren. Beziehungsweise kann die Kraft 0 bis 100 verteilen und hier haben wir kontrolliertere Drifts. Das heißt, das Heck hat mehr Kraft und wenn wir dann rutschen, kommt die Vorderachse dazu, ist dann so ein bisschen vielleicht zum Üben sogar. Und was dann natürlich geil ist, ich drücke hier den M2-Modus, die Track-Einstellung geht rein, der Sound wird lauter, das adaptive Fahrwerk wird härter, die Lenkung wird direkter, die Gasannahme wird direkter, die könnt ihr hier auch noch in 3 Stufen dann verstellen, die Schaltzeiten. Hier seht ihr dann schön, ja, den Wendekreis und das liebe ich an diesem Auto. Das ist wirklich eine Waffe, ne? Weil schaut euch das mal an hier. Mann, wir sind auf 100. Ne? Ich muss mich da echt immer beschränken, dass ich mit dem Auto nicht zu schnell fahre, weil es einfach so unglaublich viel Bums hat. 305 km/h auf der Autobahn, wirklich Lenkung sehr direkt. Wenn ich drüber schwärmen muss, was ein BMW ausmacht, dann ist es das Lenkgefühl, dann ist es auch, dass dieses Auto hier kaum einen Kompromiss hat, bockhart ist und ich habe euch ja versprochen, wir stellen das hier, wir spielen es durch, Road und selbst auf Road sind wir noch relativ laut vom Sound, selbst auf Road sind wir noch relativ hart gefedert und selbst da ist die Lenkung noch sehr, sehr direkt. Klar, wenn man so fährt wie ich, gehen hier auch mal 15 Liter durch, aber was eigentlich der viel interessantere Wert war, war, dass ja, wir das Auto wirklich mit 11,8 Liter oder 11,5 auf der Autobahn auch fahren konnten. Aber natürlich haben wir hier ein V8 Biturbo und das ist großartig. Was auch großartig ist, ja, ist, dass wir hier drin halt alle Assistenten haben, die wir auch, schaut mal jetzt, Alter, die wir auch im M5 G30 haben, was mega ist. Was ich ein bisschen schade fand auf der Autobahn, ich lieb's ja, Spurhalteassistent rein, Abstandsregel, Tempomat rein, Schildererkennung rein, toter Winkelwarner, ne? Und wir machen den dann mehr hier an, auf Set einmal, drücken hoch, drücken runter.
So, da rein, hoch, runter. Jetzt hält er die Geschwindigkeit, hält auch die Spur, nur ein Abstand ja, zum Vordermann hält er nicht. Also er muss die Spur natürlich erstmal erkennen. Ne? Und das fand ich so ein bisschen schade. Das würde ich auf jeden Fall rein konfigurieren. Ansonsten ist das, Alter, muss mich echt zügeln, dass ich nicht zu schnell werde, ein Traumauto. Und auch für die Leute, die gerne mal so im Kreisverkehr driften, da gibt es eine lustige Geschichte, weil, naja, BMW-Fans wissen das ja. Ne? Da war so ein BMW-Fahrer mit einem alten Dreier vor mir im Kreisverkehr, wollte so ein bisschen mich zum Driften animieren. Ich habe gedacht, ah, Kopf an, Jan, kein Scheiß im Straßenverkehr. Und das ist eigentlich auch meine Devise. Ich mache sowas im Straßenverkehr nicht. Wenn ihr das machen wollt mit dem Heckantrieb hier, wenn ihr das machen wollt mit Driften lernen, vielleicht auch in dem Sportmodus hier, geht auf eine Rennstrecke und das ist eben das Geile. Papi kann mit dem Auto mit den Kindern so ein bisschen Brötchen fahren holen und denen mal so ein bisschen zeigen, was geil ist. Aber wenn er am Wochenende allein im Auto sitzt, fährt er damit zur Nordschleife. Und ich sage euch was, wenn er fahren kann, wird er damit richtig gute Rundenzeiten bekommen. Und jetzt wäre ich ja kein richtiger Autojournalist, wenn ich hier diese ganze Zeit eben das Road drin hätte. Hier könnt ihr den Sound dann an- und ausmachen. Habt ihr gehört? Sondern ich mache jetzt hier einfach den Track-Modus gleich wieder rein und beschleunige einfach so ein bisschen in die Nacht. Und das Auto ist einfach eine großartige Spaßkanone. Wir sind hier beim Europapark Rust ganz in der Nähe. Da braucht man keinen Europapark mehr. Eine Vollbremsung zum Schluss, einen kleinen Drift und dann verabschiede ich mich zum Fazit. Bleibt dran. Kommen wir zum Fazit. Und jetzt finde ich natürlich eine Sache mega geil. Mit diesem Auto, ich sehe es gerade, ihr nicht, seid ihr King of the Road. So viel steht fest. Ne? V8 da drin, 625 PS. Und wer denkt, bei der Competition-Version hat BMW einfach nur so ein bisschen ein Chip-Tuning gemacht, 25 PS mehr, der irrt. Weil dieses Auto hat ja eine andere Radaufhängung, zum Beispiel eine Federung aus dem M8, die adaptiv ist hier drin. Und ganz ehrlich, ich habe mich in den verliebt. Eine Sache, die ich bei BMW liebe und die einfach unnachahmlich ist, ist, die Bayern sagen nicht, ja, wir machen jetzt hier so eine Sportlimo für Oldies, für Opas. Ne? Die sollen so ein bisschen, wenn sie sich's dann leisten können, schön ihre Eier schaukeln auf der Autobahn 305 fahren und ja, so ein bisschen mal auch sportlich tun. Nee, dieses Auto hat eine scheiß harte Federung. Auch wenn sie adaptiv ist, ist das ein Blombenzieher. Und jetzt kommt das Verrückte an meine Aussage, finde ich geil. Aber mein Opa, wenn es ihn dennoch gäbe, ne, der wird sagen, poh, da will ich meinen Renault Megane zurück, Freunde. Und dann ist natürlich eine Sache bei diesem Auto, was man kritisieren kann. Ich kann nichts kritisieren. Außer den Preis. Und das habe ich in meinen 10 Jahren Automobiljournalismus inzwischen gelernt. Wenn es nichts zu kritisieren gibt, kann man den Preis kritisieren oder dass es keine reine Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Variante gibt. Aber pff, so what? Und jetzt ist natürlich die Frage, ich stehe auf dieses Auto, aber wenn ich es kaufen will, was muss ich machen? Eine alte Frau oder meine Oma müsste dafür lange stricken. Und ehrlicherweise in dem Leben wird sie so viel gar nicht stricken können, wie dieses Auto kostet. Also müsste für mich ein ganzes Altersheim stricken. Die haben ja Zeit und ich müsste überfallen und das will ich nicht. Ja, scheiße. Aber da habe ich für euch eine Idee, nämlich es gibt ja noch den M550i mit 530 PS, die reichen auch. Ja? Ist auch ein sehr sportliches Auto. Ja, und der beginnt bei schlappen 91.900 Euro. Auch das wird meine Oma nie. Ja. Aber dann der M5 als Nicht-Competition beginnt bei 121.600 Euro. Und die Competition-Version kostet ja nur etwa 9.000 Euro mehr, 130.600. Schnepper. Aber so wie er hier steht, und das ist halt dieses Drivers Package, was da drin ist, und noch ein bisschen ein paar Spielereien, liegt da etwa ja, bei 150.000 Euro. Wer den Vogel abschießt, ist natürlich der CS. Der beginnt bei 180.400 Euro. Und BMW, wenn ihr mir einen Gefallen machen könnt, wollt, schaut ihr zu, schickt mir dieses Auto. Ich will es zeigen. Aber heißt nicht, dass der hier schlecht ist, auch wenn er jetzt mit so einem Platt verseucht ist. Wenn euch das zu teuer sein sollte und ihr wirklich nicht das Altersheim überfallen wollt, schaut doch mal gerne bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei, weil die vergleichen unter den etablierten Leasinganbietern und suchen für euch den garantiert besten Leasingpreis. Macht das, ist eine gute Sache. Hier seid ihr bei dem garantiert unterhaltsamsten, kompetentesten, dicksten und abonnierenswertesten Autotester eures Vertrauens. Unser Kanal heißt The Car Crash Review, ist eine gute Sache. Abonniert den, wenn ihr wirklich alles über neue Autos wissen wollt. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Clubsport-Zirkus.